Herzlich willkommen zurück. Es muss jetzt ziemlich schnell gehen. Ihr seid durchgekommen. Uns erwartet noch mehr Forschung, Kommandeur. Sollen wir dann? Immer noch so viele Fragen. Wir haben die Leere bereits neutralisiert. Das hat Orin bestätigt. Und doch gibt es hier eindeutig ein Ungleichgewicht. Wenn wir hier fertig sind, werde ich versuchen, von Schulmo mehr über diesen Dunst zu erfahren. Weißt du überhaupt was darüber? Ihr sagte doch selbst, er hält sich im Lager versteckt, während seine Belegschaft verrückt spielt. Also, er hat die Sache vermasselt, aber er ist nicht das, wofür ihr ihn haltet. Für ein Verbrecher, ein Feigling? Er hat sich längst als beides erwiesen. Endlich nehmen die Gegner Schaden. Vorne ist versperrt. Komm, Finn, wir sehen mal nach. Ich brauche sowieso ein bisschen Luft. Hier unten kriegt ihr die aber nicht. So viel ist sicher. Das sieht ziemlich massiv aus, aber wir finden bestimmt ein paar Stellen, wo wir durchbrechen können. Finn, schalte bitte den Inspektionsmodus ein. Aber gern. Inspektion wird jetzt aktiviert. Kommandeur, ihr kennt euch doch aus mit Mech-Drohnen. Wollt ihr das übernehmen? Finns Hilfsport wurde mit einer Technik ausgestattet, die es dem Nutzer erlaubt, ihn fernzusteuern. Hui! Solides Basalt-Muttergestein von unbestimmter Dicke. Euer Mensch scheint jetzt bessere Laune zu haben. Ein bisschen dran gedreht und schon ist Finn wieder ganz der Alte, nachdem einige erlernte Verhaltensweisen aus dem Programm gelöscht wurden. Ich weiß ja, es klingt komisch, wenn ich Gutes über Chulmo rede. Aber ihr habt ihn doch auch in seiner Sternstunde gesehen. Im Drachenende? So ist er in Wirklichkeit. Er hat mir eine Chance gegeben, als der Rest der Welt mich wie Luft behandelte. Vor June war die Bruderschaft mein einziges Zuhause. Im Augenblick entgleitet ihm die Kontrolle. Und das weiß er. Ich mache mir Sorgen, dass er es nicht mehr in den Griff kriegt. Aber wenn ich helfen kann, werde ich das tun. Weil ich es will. Strom. Deutlich ausgeprägte miasmische Spaltöffnung zwischen zwei Felsformationen. Links. Da hatte ich jetzt keine Bombe hin platziert, sondern eher an den Rissen. Aber... Ziel abgeschlossen. War das Ergebnis zu eurer Zufriedenheit? Das hast du prima gemacht, Finn. Vielen Dank.
Oh, schade. Ich muss also dahin. So, los, Leute. Auf geht's. Nur damit ihr es wisst, je weiter wir vordringen, desto stärker wird vermutlich der Dunst. Falls euch irgendwann schwindelig wird... Dann erfahrt ihr es als Erster. Sollen wir dann? Dämon! Überfall! Da vorn! Los, draufhauen! Da müssen wir schon mal dazuschlagen. Kein Wunder, dass unser Signal so mies ist. Sagt mal, Kommandeur, ihr habt erwähnt, dass da was im Kommunikator war. Eine Stimme? Naja, ihr hattet recht. Nichts als Interferenzen. Aha. Aber ich frage mich, warum ihr mir nicht in die Augen seht. Gut beobachtet. Heißt das, wir werden verrückt? Noch ein Grund mehr, sorgfältig abzuwägen, wem man vertraut. Nur weil euer Mentor... Bringt den Satz nur zu Ende, wenn ihr es wagt. Das ist interessant, jetzt sind wir so tief, dass wir wieder bei den Leylinien angekommen sind. Ja, das ist ja hier alles verborgen, Leylinien-Energie. Sieht aber für mich normal aus. Vom Aussehen unterscheiden wir sie nicht. Die schwarzen Krümel sehen für dich normal aus. Erfrischend. Guck doch nach oben, die Leyline. Die sieht doch ganz normal aus. Ja. Aber von der redet ja keiner. Kommandeur, ist alles in Ordnung mit euch? Ich fühle mich irgendwie fix und fertig. Moment mal, das ist doch... Was wünscht ihr? Eine Leylinie. Eine nie dagewesene Quelle roher Magie. Pure Energie. Deshalb also ist die Jade im Umkreis so mächtig. Das könnte eine formidable Lösung für Kantas Energieproblem darstellen. Die Jade hier unten leuchtet fast von den beachtlichen Mengen an Energie, die sie durchströmen. Interessant. Und was ist das hier? Oh, faszinierend. Ich muss mir das aus der Nähe angucken. Finn, kannst du uns darüber bringen? Spaltüberklärungsgerät wird aktiviert. Leylinien-Nexus entdeckt. Ist es das, was die Bruderschaft aufmischt? Die Arbeit neben einer derart starken Energiequelle? Eigentlich nicht. Einfach nur der Energie von Leylinien ausgesetzt zu sein, beeinträchtigt in der Regel nicht das Wohlbefinden. Aber irgendetwas ist hier ungewöhnlich. Ich habe noch nie gesehen, dass eine Leylinie irgendein giftiges Nebenprodukt verströmt. Oni! Weg da! Oh. Jetzt! Es gibt mehr als einen? Er verwirrt wohl unsere Sinne, verwischt die Realität. Wir müssen uns konzentrieren. Bin schneller als ein Centaur. Was Besonderes. Er gehört zu den tapfersten Kriegsmeistern des Ordens. Das hat sich jetzt geändert. Spürt meinen Zorn!
sie schon härter zuschlagen. Ich fühle mich gut. Nicht nachlassen. Verstärkung auf der Plattform. Ich weiß, was ihr versucht. Es funktioniert aber nicht. Kommandeur, wir reden später, versprochen. Yao braucht euch doch jetzt. Was? Yao? Ach ja, stimmt. Tut mir leid, Yao. Ich war eben kurz ein bisschen weggetreten. Schön, euch hier zu sehen. Stopp! Kommandeur, alles in Ordnung? Diese Leute lieben euch. Euch ist er egal. Ihr wisst, dass das nicht wahr ist. Stellt euch den Konsequenzen. Nicht nachlassen. Ich wollte ihn nie wehtun. Er... Finn, du machst Rama ab. Schnell, kommt in die Blase. Ich weiß nicht, was macht so das Spiel? Da war nichts. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich jetzt betrogen. War keine Blase. Aber auch keine gesehen. Wieder auf den Beinen. Danke. Ihr seid erledigt. Ich habe schon sowas gedacht, dass er irgendwie so nach Efeld kommt. Wirbeln des Licht. Ihr seid auf der falschen Plattform. Aber hier ist er doch. Aber hier ist noch einer. Aber hier ist der mit dem grünen Schädel. Ah, und oben. Und bei mir hatte der hier ein grünen Ding. Wir müssen reden. So viele Leben verloren. Es ging ja nicht anders. Psychologische Belastung hat Mark schon belastet. Ich habe getan, dass er hier Spencer sieht. Du warst mit mir auf der gleichen Plattform, Mario. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich besser bin. Ja, das ist der ganze Nebel, den man hier einatmet. Da sieht man schon Schäden. Da ist er. Es regeneriert sich. Bin tot. Es heilt sich offenbar durch die Leylinie. Wir müssen hier weg. Sofort. Kommandeur, sie verliert das Bewusstsein. Wir müssen sie holen und verschwinden! Ihr habt euch überhaupt nicht verändert! Ich hab das HUD ausgeschaltet, da war ich wieder da. Dafür wurdet ihr geboren!
Ich liege mit dem Gesicht auf dem Boden. Hey, ihr seid ja auf. Wisst ihr noch, wer wir sind? Seht mich genau an, Kommandeur. Konzentriert euch. Wer bin ich? Lasst euch Zeit. Ihr wart vollkommen neben der... Ich bin okay. Alles gut. Mir geht es gut. Es geht mir gut, Gorik. Der Alchemie sei Dank. Wir waren sehr besorgt. Ihr habt mit uns gesprochen, als seien wir... Naja, nicht wir. Nicht wie mit alten Freunden. Ja, dieser Dämon hat mich manipuliert. Er hat mich glauben lassen, ihr wäret jemand anderes. Ja, ich hätte es wissen müssen, sobald diese Klone erschienen. Es scheint die Realität des Opfers verändern zu können. Ich habe versucht, euch zu erreichen, seit Yao alles stehen und liegen ließ und runtergerannt ist in dieses Loch. June ist... Sie ist... Wütend, ich weiß. Aber wir haben in diesem Loch wichtige Entdeckungen gemacht. Und wenn ich June verärgern muss, damit ich... June wird nicht verärgert sein, wenn sie hört, was wir gefunden haben. Eine Leylinie. Das ist es, was die Jade so stark aufgeladen hat. Das ist ja fantastisch. Eine möglicherweise frei fließende, auf Jade basierende Energiequelle. Das ist zu schön, um... Ja, aber ein Dämon, der einem den Kopf verwirrt und nicht getötet werden kann, stopft sich damit voll. Oh. Keine Angst, den beseitigen wir. Oder wir locken ihn zumindest von der Leylinie fort. Und wie sieht diesmal euer Angriffsplan aus, General Gorik? Ich fürchte, das wird unangenehm. Besonders für den Kommandeur. Ich wünschte, es ginge auch anders. Aber dieser Dämon fühlte sich zu euch scheinbar besonders hingezogen. Ihn zu bekämpfen erfordert neuroparasitologische Untersuchungen. Wenn es denn unbedingt nötig ist. Tut mir leid, Kommandeur. Yao hat recht. Es ist wichtige Arbeit. Ich werde June alles erklären. Haltet uns auf dem Laufenden, wenn's geht. Und viel Glück. Das war das erste Mal, dass ich woanders das Wort Discombobulated gehört habe, als bei Sherlock Holmes. Kennt ihr das? Nee. Das ist eine sehr britische Art und Weise, um verwirrt zu sein. Kommandeur, ihr solltet wirklich aufhören, dauernd in Ohnmacht zu fallen. Das ist bestimmt nicht gesund. Tut mir leid, es ging ja... Da, bitte das Handy ausschalten. Es ging da eben um ein paar alte Freunde. Da braucht es keine Entschuldigung. Diese Kreatur versuchte, sich an eine mächtige Erinnerung zu klammern, um zu sehen, was für Emotionen sich dadurch provozieren ließen. Es sah mir aber danach aus, als sei diese erste Erinnerung nicht genug gewesen. Als hättet ihr schon früher mit solchen, metaphorischen Dämonen zu tun gehabt. Ich habe auch Ea und Almora gesehen. Ja, der Dämon schien sich auf immer frischere und kaum verarbeitete Erinnerungen zu stürzen und nährte sich von eurer Reaktion. Ich fürchte, wenn wir ihn jemals komplett besiegen wollen, müssen wir das zu unserem Vorteil nutzen. Er ist doch nicht frisch als Erinnerung. Er liegt 1000 Folgen zurück. Warum fühlt es sich alles so plötzlich so wund an? Vielleicht habt ihr eure Gefühle noch nicht gründlich genug verarbeitet. Oder vielleicht beeinträchtigt der Dunst eure Fähigkeit, damit umzugehen. Oder er erhöht unsere Sensibilität für Emotionen. Leider werden wir experimentieren müssen, um das herauszufinden. Wie fühlt es sich an, das Ruder in der Hand zu nehmen? Ich dachte, ich sei bereit. Aber Rama hat mir geholfen zu verstehen, dass es schwerer ist, als es aussieht. Glaubt mir, ich weiß euch jetzt umso mehr zu schätzen. Ihr scheint schon einiges von Rama aufgeschnappt zu haben. Ich frage mich allmählich, ob man eine solch ausgeprägte Intuition anderen beibringen kann. Aber ich tue mein Bestes, um seine Ratschläge zu befolgen und ihn bei der Arbeit zu beobachten. Das war gerade ganz schön heftig, was? Wenigstens seid ihr wieder auf den Beinen. Tut mir leid, ich hatte euch vor allem Mora gehalten. Das habe ich gehört.
Sie war offensichtlich eine hervorragende Soldatin. Und eine gute Freundin. Yao ist da wirklich über sich hinausgewachsen. Yaos Mech ist durchgekommen. Technisch gesehen hat Yao den Mech gebaut. Also... Finn ist schon was Besonderes. Ja. Ja. Viele sagen, sie wollen uns helfen und tauchen dann nur auf, wenn es ihnen in den Kram passt. Aber Yao ist einer von den Guten. Und Finn auch. Wie macht sich Korrig als Anführer? Der Anfang war nicht so einfach. Aber als es hart auf hart kam, ist er über sich selbst hinausgewachsen. Hat gute Entscheidungen getroffen. Immerhin lernt er ja auch vom Meister. Was meint er zu Chulmo? Auch wenn ich Yaos Einschätzung vertraue, ich bin nicht sicher, dass ich meine Meinung hierzu jemals ändern werde. Aber ich verstehe, dass Yao gute Gründe hat. Yao, Chulmo, Jun, sie sind wie eine kleine zerrüttete Familie. Ich weiß nicht, ob Yao das Kind ist oder... Der Eheberater. Das heißt, ihr hättet den Wunsch geäußert, Hauptmann Min zu sehen. Mag sein. Aber wenn ihr anfangt, mich über mein Liebesleben auszufragen, werde ich den Spieß umdrehen. Dazu seid ihr bestimmt nicht bereit, Kumpel. Puh, das war ja eine... Naja, wenigstens haben wir alle in ein Stück daraus geschafft. Tut mir leid, dass ich so desorientiert war, als ihr mich gebraucht hättet. Es ist schon gut. Gorik hat mir von Air erzählt und wie viel sie euch und eurem ganzen Team bedeutet hat. Ihr Heldenmut im Kampf gegen Mordremos und wie sie hintergangen wurde. Das tut mir leid. Macht ihr euch Sorgen, dass Jun denken könnte, ihr hintergeht sie? Jun hat keine soziale Ader. Aber tief im Inneren weiß sie bestimmt, dass ich loyal bin. Obwohl, vielleicht ist das ein Teil des Problems. Ich würde Juns Vertrauen niemals missbrauchen. Und nur weil ich nicht mehr für Chulmo arbeite, heißt es nicht, dass ich alle Brücken abgebrochen habe. Er kann schwierig sein, genau wie Jun. Und man kann sicher behaupten, dass er sich hier unten nicht mit Ruhm bekleckert hat. Aber er ist nicht durch Inkompetenz in diese Position gelangt. Und seine Leute liegen ihm wirklich am Herzen. Also, wenn Jun mich so gut kennt, wie ich glaube... Wird sie es verstehen. Es gefällt ihr vielleicht nicht, aber sie versteht es. Wem wollte ich hier eigentlich helfen? Jun oder Chulmo? Kanta. Diese Entdeckung könnte für so viele Leute so viel bedeuten. Und wenn ich dabei ein paar alten Freunden helfen kann, ist es umso besser. Das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.